Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, für die Koalition ist dieser Papiertiger eine einzige Blamage. Eines der wichtigsten Koalitionsprojekte, das nunmehr seit fast 5 Jahren im Koalitionsvertrag von SPD und CDU schlummert, wird jetzt kurz vor Torschluss noch schnell durch das Parlament gehievt. Und das mit vielen groben handwerklichen Fehlern. Kernstück des Vorhabens ist eine Selbsteinschätzung der Kommunen zu ihrer zukünftigen finanziellen Leistungsfähigkeit. Die Gemeinden können diese Fragen aber gar nicht fristgerecht beantworten. Denn das neue Finanzausgleichsgesetz zwischen Land und Kommunen, welches die zukünftige Finanzausstattung festlegt, soll erst im Jahr 2018 vorliegen. Bis dahin soll aber die Phase der Selbsteinschätzung und der Gemeindefusion de facto abgeschlossen sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist doch absurd. Es müsste auch mal ein Jahr der Haushaltsführung geben, um dieses FAG zu erproben, damit die Gemeinden vielleicht auch versteckte Defizite noch erkennen können. Wie soll das zeitlich funktionieren? Die Gemeinden sollen ohne Wissen über ihre Finanzausstattung Gemeindefusionen durchführen und vorbereiten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Gesetz ist unausführbar. Hier rächt sich, dass die rot-schwarze Koalition in dieser Legislatur keine Einigung über die zukünftige Finanzausstattung der Kommunen erzielt hat. Tritt das Gesetz in seiner jetzigen Form in Kraft, arbeiten viele Gemeinden für den Papierkorb, denn der Selbsteinschätzungsprozess wird keine belastbaren Aussagen liefern. Für die Koalition, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist dieser Papiertiger eine einzige Blamage. Und die Koalition macht hier den zweiten Schritt vor den ersten Schritt. Wir brauchen doch erst eine verlässliche Aussage des Landes zu den Kommunalfinanzen und dann erst ein Konzept für zukunftsfähige Gemeindestrukturen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass es bis zur nächsten Kommunalwahl im Jahr 2019 auch Gemeindefusionen geben wird. Aber nicht wegen dieses Gesetzes, sondern trotz dieses Gesetzes. Es werden Fusionen sein, die ohnehin anstanden oder vorbereitet waren, um wenigstens die Prämien mitzunehmen. Das aber ist dann ein Gesetz, das Mitnahmeeffekte aktiviert, aber keine gestalterische Politik entfaltet. Es wird Sie jetzt sicherlich nicht überraschen, wenn ich Ihnen mitteile, dass wir Grüne diesen Gesetzentwurf heute ablehnen werden. Es mangelt an der Finanzierung, es fehlt ein Gesamtkonzept und es mangelt an einem klaren Gestaltungswillen für unser Land. Kurz, das Gesetz ist nicht geeignet, eine zukunftsfähige Gemeindestruktur sicherzustellen. Und dabei geht es mir in der Alternative nicht um Zwangsfusionen, sondern um ein funktionierendes Rahmenwerk für freiwillige Zusammenschlüsse. Und diese Chance haben SPD und CDU mit diesem Gesetz leider vertan. Das Hauptproblem ist, dass Sie versuchen, mit diesem Gesetz das Pferd von hinten aufzuzäumen. Ich habe es eben gerade erklärt, Sie machen den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Gesetz ist der untaugliche Versuch, Ihren Koalitionsvertrag auf den letzten Metern abzuarbeiten. Der Versuch ist untauglich, weil Ihnen ein Gesamtkonzept fehlt. Im Koalitionsvertrag heißt es in Ziffer 327, dass die Landesregierung ein Leitbild Gemeinde der Zukunft erarbeiten wird. Aber genau das haben Sie nicht getan. Ich frage Sie, wo ist denn das Leitbild? Sie haben kein Leitbild erarbeitet. Stattdessen verpflichten Sie alle Gemeinden, einen langen Selbsteinschätzungsprozess durchzuführen. Und diese Selbsteinschätzung ist aber noch lange kein Leitbild. Die Selbsteinschätzung erfolgt anhand teils vager Kriterien, deren Auslegung unterschiedlich erfolgen kann. Es gibt keinerlei Vorgaben und Gewichtungen zu den einzelnen Kriterien. Darum wird auch eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den Gemeinden praktisch unmöglich sein. Eine solche Selbsteinschätzung kann ja durchaus helfen, sie darf aber nicht völlig beliebig sein. Es wird deutlich, dass diese Koalition selbst gar keine Vorstellung über die Gemeinden der Zukunft hatte und dementsprechend konnte sie auch kein Leitbild erarbeiten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Eindruck ist, dass der kleinste gemeinsame Nenner dieser rot-schwarzen Koalition am Ende der Legislaturperiode so klein war, dass es zu keinem vernünftigen Kompromiss mehr ausgereicht hat und stattdessen eben dieser vorliegende Papiertiger gebastelt wurde. In der Sache werden wir damit allerdings kaum weiterkommen. Dass Sie versuchen, dieses Gesetz noch pro forma durchzupeitschen, wird auch daran deutlich, dass der Entwurf nicht durch die Regierung, sondern durch die Fraktionen von SPD und CDU in das Parlament eingebracht wurde. Wieder einmal umgehen Sie damit die regulären Anhörungsverfahren der kommunalen Spitzenverbände im Gesetzgebungsprozess. Und das ausgerechnet bei einem so zentralen kommunalen Anliegen.
Der Städtetag hat in seiner Stellungnahme sehr deutliche Kritik an diesem Vorgehen geäußert. Meine sehr geehrten Damen und Herren von SPD und CDU, wenn Ihnen die Gemeindereform so am Herzen liegt, wie Sie es immer behaupten, dann hätten Sie von Anfang an ein anderes Verfahren wählen müssen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Halbherzigkeit des Gesetzes wird auch an der Finanzierungsquelle deutlich. Das Land ist nicht bereit, eigene Mittel für die Gemeindereform einzusetzen. Stattdessen sollen sich die Kommunen ihre eigenen Fusionsprämien selbst zahlen. Was soll das denn für ein Angebot sein? Mit der einen Hand bieten Sie als Land den Gemeinden eine Prämie an, nur um diese Prämien gleichzeitig mit der anderen Hand direkt wieder aus deren Tasche zu ziehen. Ein attraktives Angebot ist das in jedem Fall nicht. Wir lehnen daher ganz klar die Finanzierung über den kommunalen Aufbaufonds ab. Wenn SPD und CDU eine Gemeindereform so wichtig ist, dann sollte sich das auch im Haushalt widerspiegeln, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und eines muss ich von dieser Stelle auch ganz deutlich kritisieren. Die größeren Gemeinden und Städte, die ebenfalls ein Anrecht auf die Gelder im kommunalen Aufbaufonds haben, gehen leer aus. Denn für sie ist dieses Fusionsgesetz nicht gemacht. Und sie haben sich ja auch, ich erinnere an die Hansestadt Rostock, auch an Güstrow, sie haben sich auch schon beschwert. Und ich finde, das ist nicht gerecht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Gesetzentwurf wird ausgeführt, dass man sich an der Gemeindereform in der Steiermark orientiert habe. In der Anhörung wurde aber deutlich, dass das nicht der Fall ist. Der Sachverständige aus der Steiermark hat darauf hingewiesen, dass es ganz erhebliche Unterschiede zwischen der Reform in der Steiermark und der hier angedachten Reform im Land Mecklenburg-Vorpommern gibt. Deswegen sind die positiven Erfahrungen aus der Steiermark auch nicht automatisch in Mecklenburg-Vorpommern zu erwarten. So gab es nach der Phase der Freiwilligkeit in der Steiermark eine gesetzliche Umsetzungsphase, was vorher allen klar war. Die Umsetzung erfolgte anhand eines erarbeiteten Leitbildes, im Gegensatz zu Mecklenburg-Vorpommern. Deutlich wurde in der Stellungnahme auch, dass die Gesamtsicht einer landesweiten Steuerung und Koordinierung hier im Lande fehlt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir bedauern auch, dass die Chance nicht genutzt wurde, die interkommunale Zusammenarbeit wirklich im Grundsatz zu stärken. Ebenso ist die Frage nach einer echten Funktionalreform wieder völlig unbeantwortet geblieben. Damit verschenken wir erhebliches Potenzial, um öffentliche Aufgaben in Zukunft effizienter und effektiver zu erledigen. Und darum geht es doch eigentlich heute hier. Auf eine dringende anstehende Reform der Kommunalverfassung haben wir im Übrigen auch 4 Jahre lang vergeblich warten müssen. Abschließend muss meine Fraktion daher feststellen, dass das Gesetz ungenügend und unausführbar ist. Der Landesregierung fehlt offensichtlich selbst ein Konzept, wie die Gemeinden der Zukunft aussehen sollen und wie die Gemeinden langfristig zukunftssicher aufgestellt werden sollen. SPD und CDU sind noch nicht einmal bereit, eigene Landesmittel für ein solches Projekt bereitzustellen. Einem solchen faulen Koalitionskompromiss werden wir natürlich nicht zustimmen. Für die Kommunen, meine sehr geehrten Damen und Herren, war diese Legislaturperiode 5 verlorene Jahre. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Herr Ritter für die Fraktion Die Linke.